Hey Leute, Teitler hier, lange nicht gesehen, oder? Freut ihr euch? Ah, Leute? Wo seid ihr? Hm, gut, dann freut euch anscheinend eher nicht. Ja, wie ihr sehen könnt, ich hatte eine Zahnspange. Yay, supi, ne? Und ja, ich hatte Geburtstag. Happy Birthday. Er könne dessen Fresse nicht mehr sehen und seine Scheiße nicht mehr hören. Wisst ihr, was bist richtig happy über meinen Geburtstag gewesen, ja? Denn ich bin für Freude abgehoben. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles... Juhu, ich kann fliegen. Gut, das lassen wir mal lieber. Und zwar, es ist etwas anders. Und ich meine nicht das Kissen, das Körbchen von meinem Hund da hinten auf mein Bett, was... zu runterfallen scheint, aber es fällt doch nicht runter, es fällt fast runter. Nein, ich meine auch nicht mein Pickel auf der Nase. Nein, ich meine auch nicht, obwohl es auch sehr geil ist, mein neues Elgato Stream Deck. Nein, das meine ich nicht. Nein, ich meine etwas anderes. Etwas viel Schwereres. Ich hol es mal eben. Ich sag nur 1,5 Kilo. Oh. Okay, so schwer war es gar nicht. Okay. Ich bin kaputt. Und jetzt höre ich auf, was ich meine. Ihr seht richtig, ein Greenscreen. Und ich bereite mal kurz alles vor, um zu zeigen, was ich jetzt alles damit machen kann. Ich freue mich. Juhu. Oh, es grisselt schon im Hintergrund. Ich freue mich. Ja, mein Stuhl. Ja, gleich kommt nochmal eine Folge Hausflipper, ist ein neues Spiel, das jetzt gestern am 17 Uhr rausgekommen ist. Aber es kommt gleich, das nehme ich gleich noch auf. Meine Haare, scheiße. Gut, und jetzt zeige ich euch, was ich hier machen kann, ja? Ich zeig mir eben kurz, ich stelle es ein und jetzt werdet ihr sehen. 3, 2, 1. Nein, Leute, ich habe gerade nicht gezaubert. Nein, der Greenscreen macht den Hintergrund weg. Der fühlt sich sehr geil an. Ja. Das seht ihr hinter mir. Kann ich jetzt mal kurz das einblenden? Gut, das... Es ist gerade scheiße. Es ist ein Fehler unterlaufen. Oh, leck meine Füße. Leck meinen Fuß! Hm. Gut, also hinter mir wäre jetzt eigentlich halt das Spiel oder so, ja? Oder was ich halt mache. Es wird das Ding mit dem Greenscreen, könnt ihr das nicht sehen hier hinten, oder ist er? Ne? Wenn ich es schaffe, es kommt ein bisschen später, also es wird ein neues Format bekommen. Und es kommen geile Effekte. Jetzt mal, Zwillingsbrüder, kommt mal her. Ja. Es gibt drei von mir und das haut wieder ab. Gut. Sehr schön, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Haustür rüber. Bis gleich. Oh Gott, das wird eine Arbeit, das zu schneiden. Ich freue mich schon. Bis gleich in Hausflipper. Ich halte mal mein Maul. So, es hilft mir auch ein Hausflipper und nicht wundern, dass mein Gesicht weg ist. Da bin ich ja schon. Na, hab... Was? Ich hab euch nicht gefehlt. Ich soll wieder weg. Gut, dann bin ich wieder weg. Tschüss. Ja, war nur Spaß. Bin auch da und ja, wie ihr sehen könnt... Was sieht sich bei mir was Grünes? Guck mal. Was sieht nichts Grünes? Juhu, ich hab's hinbekommen. Mit dem Licht und so. Jetzt von der Seite angeleuchtet von meinem Fenster, weil es noch hell ist, deswegen muss ich jetzt schnell aufnehmen. Gut. Jedenfalls ist es perfekt. Mein Stuhl ist hier nur grün, deswegen ist er hier auch weg, aber... Naja, was soll man sonst tun? Würde ich sagen, gehe ich jetzt ins Spiel. Ich stelle nochmal kurz den Spielton an, weil ich habe die wieder ausgemacht. Das ist super. So, da ist auch wieder schön die schöne Musik von Hausflipper. Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Und... Ja, dann würde ich sagen, starte ich einmal das Spiel, das sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich jetzt im Ladebildschirm.
Cool, ne? Das Spiellied. So. So sieht der Ladebildschirm aus. Sehr interessant. Und ich würde sagen, ich cutte einfach mal. Wollt jetzt einfach nochmal starten, ne? Um es euch auch nochmal zu zeigen. Also, hätte ich das davor eigentlich gar nicht zeigen müssen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja, also jetzt seht ihr gerade. Und ja, hier ist das Ende von meiner Facecam. Verschwinde ich. Ich sehe mich auch. Tschüss. Okay, das war das Ende von meinem auf meinen Kopfhörern. Also kann ich mich doch nicht hochziehen. Das ist ja die Musik. Sehr schön. Ja. Wir gucken nochmal den Ton nach. Das ist die erste Aufnahme jetzt mit Greenscreen und allem drum und dran. Muss ich halt. Immer mal ein bisschen gucken. Ich glaube, es muss passen. Gut, dann starten wir ein neues Spiel. Muss zugeben, ich habe schon mal hier während. Ist also gestern habe ich schon angetestet und ein bisschen gespielt. Weil ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut, ja, das ist. Boah. Ich habe mich so gefreut. Ich habe auch hier. Ja, ein anderer YouTuber, der ist auch eigentlich recht sympathisch. Den verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung. Der macht auch Hausflipper. Und ja, von denen habe ich das Spiel so richtig kennengelernt. Und ja, wegen ihm habe ich es eigentlich richtig gut. Was für ein Chaos. Ich muss hier aufräumen. Ja. Was ist Hausflipper eigentlich? Hausflipper ist ein Spiel, wo man Bruchbuden bekommt und die renovieren muss. Aber am Anfang muss man erstmal Aufgaben annehmen von irgendwelchen Personen und die Scheiben oder so putzen von denen. Ja? Und das hier ist mein erstes Büro. Ja. Zeit zum Laptop zu gehen und die Mail zu prüfen. Hier wohne ich also. Na, ich räume lieber den Müll erstmal auf. Oh, was ist das hier? Es ist ja schlimm, Mann. Hab ja schon renoviert das Haus hier. Also schlimmer ist gar nicht in Erinnerung. Hier ist das Badezimmer. Ich lasse die Tür mal lieber zu und nehme meinen ersten Auftrag an. Lass mal was vom Spiel ein bisschen sehen. Guck mal nach den Mails. Mein Ex hat meine Heizung mitgenommen. Guten Tag. Ich möchte gern, dass sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Five Face Spam. Okay, wahrscheinlich Facebook oder so. Sag ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und aus Rache verwüstet hat. Okay. Der Arsch hat sogar meine Heizung mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Ordnung und installieren Sie die Heizung, so wie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex abrechnen. Viele Grüße, Sandra Zügler. Ja, würde ich sagen, nehme ich den Auftrag mal an. Puh. Gut. Hab jetzt noch mal ein bisschen eingestellt. Herzlichen Glückwunsch. Juhu. Du hast das neue Tool freigeschaltet. Von nun an können Sie den Schmutz mit einem Wischmopp reinigen. Das ist... Leute, das ist definitiv kein Wischmopp, ja? Das ist kein Wischmopp. Was ist das? Strohbesen oder was? Wenn man glaubt, es kann nicht dreckiger werden, kommt ein dreckigeres Haus um die Ecke. Ich dachte, mein Haus wäre dreckig. Was ist das? Müllhalde? Was ist? Boah! Ich beseitige mal lieber den Müll erstmal. Gut. Oh, ey. Boah, wie schlecht. Was ist das? Gottes Willen. Da war der Ex auf jeden Fall sehr, sehr fleißig, ne? Das muss man mal sagen. Boah. Boah, die ganzen Müll her, Mann. Muss ich ja auch irgendwo her haben. Okay, ich fange mal hier an zu wischen. Boah, das ist eklig. Gut. Gut, das Badezimmer wäre schon mal fertig. Ach komm, ich stelle ihn auch noch mal hin, ordentlich hier. So. So. Steht da ordentlich. So. Dann mache ich das hier. Das Schlafzimmer wahrscheinlich ist es. Es geht nur noch einigermaßen. Und jetzt das Chaos. Selbst die Kerzen.
Nimm dein Tablet und bestimmt. Achso, und bestimme, wofür du die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Fähigkeitspunkte. Aufräumen. Also, empfehle, kauf bessere Mob, also holen einen besseren Mob. Wir räumen 25% schneller auf oder wir sehen mehr Dreck auf der Karte. Wir sind Dreck auf der Karte. Das ist, glaube ich, relativ gut. So, erstmal ein bisschen wischen. Oh, wie eklig das ist. Ah. Also ich würde sagen, wir kaufen in dieser Folge unser erstes Haus. Ja. Und dann, gucken wir uns auch noch gleich an, wie es aussieht. Und in der nächsten Folge renovieren wir unser erstes Haus. Das ist doch ein guter Deal, oder? Gucken, ob wir es dann kaufen können. Und fangen wir da an, das Haus zu renovieren. Ja. Stellen wir den Tisch ordentlich hin. Bin ja hier freundlich. So. So, jetzt werden wir den Müll wegmachen, aber naja. So. Schranktüren so richtig zu. Ja, sehr gut. Und jetzt. Nun steht dir dein Tablet zur Verfügung. Drücke Tab, um es herauszunehmen oder wieder einzupacken. Mit dem Tablet kannst du die Sache kaufen. Das ist bei der Arbeit echt hilfreich. Achso, mit den. Die Sachen kaufen, habe ich gelesen. Ach, egal. Gut, dann gehen wir auf die Ausstattung. Und da ist die Heizung nämlich. Und jetzt kommt das Geile. Man muss die Heizung erstmal anbringen. Und da muss man die montieren. Ja, man muss die wirklich anschrauben. Das finde ich eigentlich echt richtig nice gemacht, ne? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Morgen. Ne, weiß ich auch, morgen geht das, wenn ich eine. Da feiere ich meinen Geburtstag hier. Vielleicht schaffe ich es trotzdem noch morgen. Oder wenn ich es übermorgen bin. Aber ich, auf jeden Fall werde ich dann Portal zu Ende spielen. Und ich würde sagen, das war's. Das war's tatsächlich. Ich stelle mal die Kerzen hier ordentlich hin. So. 100%. 655 Euro. Juhu. Übrigens, kleine Info, ich spiele das Spiel nicht auf den höchsten Grafikeinstellungen. Mein PC wird langsam echt schwach. Ja. Irgendwann muss ich den mal aufrüsten, ja. Denn die neuen Spiele. Ich weiß nicht, ob es auch an der Performance so liegt, ob es auch noch Performance-Updates kommt. Kommen. Aber bei mir läuft es nicht so flüssig denn. Okay, 25.000 haben wir. Reicht das fürs erste Haus? Ich guck mal. Browser. 26.000. 227 brauchen wir. Also einen Auftrag noch. Neuen Versuch. Wir machen einen neuen Auftrag. Geht doch. Heizung. Ne, nicht nochmal die Heizung. Wir räumen eine Garage auf. Das ist gut. Eine Garage aufräumen. Es fehlt an Reis und Nudeln. Okay. Man muss auch immer darauf achten, was die Wünsche von den Leuten sind, wenn man die Häuser renoviert. Und an welches man es denn verkaufen will. Oh mein Gott. Die Garage der Schande. Ich würde mein Auto auch draußen parken, wenn es so in meiner Garage aussieht. Ach du Heilige. Da sieht ja mein Zimmer ordentlicher aus, ey. Leute, machen wir einen Vergleich. Ich blende jetzt ein Bild von meinem Zimmer ein. Und jetzt blende ich es wieder aus. Und da sehen wir das an. Was findet ihr schlimmer? Mein Zimmer? Oder oder die Garage? Kommt jetzt eine Abstimmung auf. Also ich finde, mein Zimmer ist aufgeräumter. Ah, könnt ihr entscheiden. Mal sehen. Oh, meine ganzen Kisten hier weg, ey. Boah. Und dann schrubben wir. Schrubb, 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 schrubb. Schrubb, 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 schrubb. Ja. Hartnäckige Autoreifen. Spuren. Was wollen wir? Mehr Dreck auf der Karte. Bis wir dann halt den ganzen Dreck auf der Karte sehen. Und wenn wir mal Stellen nicht finden von Dreck,
also wo Dreck ist. Dann können wir auf die Karte gucken und sehen, wo der ist. Das ist manchmal echt sehr praktisch. So, sehr schön. Hier ein bisschen. So. Ich frage mich, ob man mit so einem Besen Reifenspuren wegbekommt. Aber das ist ja nicht meine Sache, ne? Wahrscheinlich muss er echt hier Meister Propper ans Werk, ey. Gut. Fenster reinigen. Oh ja, das ist dreckig. Dann reinige ich das Fenster. Also eigentlich reinigt man Fenster nicht so, ich weiß, aber ich will jetzt nicht von oben nach unten und so machen. Für die Steuerung ist irgendwie beim Fensterreinigen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also finde ich jetzt. Ne? Wieder ganz anders sehen, aber ich finde es irgendwie, naja. Gut. Das ist fertig. Das war's schon. Krass. 397 Euro. Oh, geht. Ich hätte mir mehr erwartet. Habe ich dir gesagt, dass ich Kinder hasse? Was? Sie hasst mich? Weil eigentlich bin ich ja noch nicht erwachsen. Nein, Spaß. Natürlich mag sie mich. Jeder mag Teigler. Oh, nein, will ich nicht. Will keine Galerie. Verhandlung. Preis verhandelbar, so mache ich. Gleich werden wir den Preis verhandeln beim Renovieren. Aber ich glaube, ich kann mein neues Haus kaufen. Nein, nicht das. Das. Nein. Mehr fehlen. Oh, leck. Mein Fuß! Nein, jetzt blende ich nicht noch einmal den Fuß ein. Na komm, machen die Heizung. Was soll's? Was soll's? Montiere die Geräte. Okay. Ja, ich will auf jeden Fall eine Heizung. Kaufen wir nochmal eine Heizung. Schrauben wir die Heizung an. Echt schön. Für Langeweile ist das Spiel perfekt. Was auch eigentlich sehr beruhigend ist. Es ist kein Ballerspiel wie Rainbow oder GTA oder Call of Duty oder so. Nein, es ist ein ganz beruhigendes Spiel. Außer man renoviert ein Haus. Keiner will das Haus kaufen. Schnellere Montage? Ja, schnellere Montage. Dauert ja immer so lang. Hier ist nix. Hier ist Waschbecken. Schraube ich das mal auf. Waschbecken muss man sogar ein bisschen mehr schrauben noch. Werdet ihr gleich sehen. Shop. War das immer ein Bauspülbecken? Überhaupt kein langer Name, nein. Überhaupt nicht. Gut, ranschrauben, ran drücken, Mutter ran, festschrauben, meine Mutter ran, festschrauben. Nein, Spaß. Das war, glaube ich, echt brutal. So. Klack. Klack. Und fest damit. Und klack. Klack und klack. Das dauert überhaupt nicht lang. Nein, nein. Festschrauben. Und hier festschrauben. Und das Einbauspülbecken steht. Und eine Heizung. Badezimmerheizung hier. Heizkörper fürs Bad zum Einbauen. Gerne. Genau das brauche ich. Warum nennt man sich einfach Heizung? Badheizung. Wäre doch viel bessere Name. Badheizung. So, das ist festgeschraubt, das wird festgeschraubt. So, gut, gehe ich mal in diesen Raum. Hier muss auch eine Heizung rein. Aber keine Steckdose ist kaputt, das will ich auch gerne zeigen. Sondern hier alte Steckdose rausnehmen und die Kabel neu verbinden und alles. Auch recht interessant. Das werden wir auf jeden Fall noch im Verlauf dieses Let's Plays sehen. So, verfügbare Skillpunkte. Erstmal skill ich. Leg vor Fliesen schneller. Sonst haben wir nichts. Nö. Gut. Nein. So. Ja, ich will es wenden. Warte mal. Ist gar nicht. Also, erstes Haus kaufen. Nicht schlecht.
Dann kaufe ich mal unser erstes Haus, Leute. Gucken wir uns das mal an. Dann gucke ich eben einmal kurz, wie lange meine Aufnahme schon geht. Schon 15 Minuten. Oh, gucken wir uns nochmal in Ruhe unser neues Haus an. Da war es mit dieser Folge auch schon. Ne? So. Browser zum Verkauf. Verlassenes Haus. Nein. Das sieht da noch schlimmer aus als mein Badezimmer. $26,000 und so eine Bruchbude. Eine Etage. Na komm, mach ich. Kaufen. Wir wechseln zu. Jetzt geht's zum Haus und gucken uns das mal in Ruhe an. Sieht sehr vielversprechend aus. Es gibt zurzeit nur 19 Missionen und 20 Häuser. Oder umgekehrt, ich weiß nicht. Also irgendwie so um den Dreh. Ich hoffe sehr, es kommen noch mehr. Weil man kann, soweit ich weiß, immer nur ein Haus renovieren. Und da kann man es gar nicht mehr renovieren. Also muss man nochmal neu anfangen. Mission kann man so oft spielen, wie man will. Aber Haus renovieren kann man immer nur einmal. Spinnweben, Fenster dreckig, na geil. Boah, wie sieht es da drin aus? Boah, da kann ich gleich durchgucken. Also hier ist das Bad, da ist die Dusche. Das sehe ich. Und eine Spinnwebe. Gut. Tier. Das Schlafzimmer. Oder Wohnzimmer, keine Ahnung. Alter, was ist das? Boah, ist das Blut? Ist das eine Zombie-Apokalypse oder was? Oh Gott, schnell raus aus diesem Raum. Boah, ey, schlimm ist das. Nein. Kakerlaken. Kakerlaken. Viele hatten ja auch die Beta. Ich habe mich so gut wie bei jeder Beta-Phase angemeldet. Hab nie den Beta-Key bekommen. Ich fühle mich leicht verarscht. Aber naja. Boah, nee. Nee, ich bin raus. Ich hole noch hier Vergiftung wegen Schimmel oder sowas. Ey. Ich sterbe hier noch in diesem Haus. Gut. Wenn ihr sehen wollt, wie ich in der nächsten... Also wenn ihr sehen wollt, wie ich sterbe, machen wir so, ja? Wenn ihr wirklich sehen wollt, wie ich sterbe, dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Bei Hausflipper. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich habe hier gerade ein Hotel geschaltet mit meinem neuen Stream Deck, denn das ist richtig, richtig geil. Gut. Würde ich sagen, haut rein, Leute. Vergesst nicht zu abonnieren. Ja. Abonnieren ist immer gut, ja. Zeige ich es nochmal hier. Willst du mich verarschen? So. Abonnieren nicht vergessen, ja. Und ja, wenn ihr bereits schon abonniert habt, ja, dann wirklich vielen, vielen Dank dafür, ja. Also ich freue mich über jedes Abo. Ich freue mich über jeden neuen Zuschauer, denn ja, ich freue mich einfach, wenn es wirklich Leute gibt, die ich unterhalten kann, ja. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Und dann, man sieht sich. Ich bin raus, euer Teikel LP. Ciao.